So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer anderen Folge hier bei Planet Grafter. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, Cosmo und der Schwoblayer sind wieder da. Und unser Terraform-Index rennt wie Teufel. Ja, wir müssen langsam ein bisschen Ruhe reinkriegen, damit es ein bisschen langsamer vorangeht. Also langsamer im Sinne von, wir wollen alles ein bisschen auch mitkriegen, so nach und nach. Deswegen machen wir jetzt ein bisschen langsamer, ein bisschen bedachter. Der blaue Himmel, der rennt auch langsam immer näher, kommen wir diesem Ganzen. Das heißt, es wird sich da auch draußen bald was tun. Es ist gerade wieder etwas Neues aufgeploppt. Und zwar können wir die Heizung ST3 inzwischen basteln. Da machen wir jetzt aber, wie gesagt, ein bisschen langsamer. Wir haben noch oben was abzuholen. Wir haben den Bohrer ST3 inzwischen schon auch freigekriegt. Das heißt, und die Pflanzenröhre ST3, die ist die einzige, die wir schon gebastelt haben. Ja, unsere Unterkunft, die wächst hier auch langsam so vor sich hin. Wir haben ja Essen und Trinken, das haben wir inzwischen, das können wir uns jetzt alles machen. Da haben wir den Kommunikator ja schon auch aufgestellt. Und die Solarmodule haben wir auch. Da drüben drehen sich noch die zwei Kollegen. Und da haben wir auch schon ein bisschen ein Fenster nach oben gemacht, ein Gläschen. Und ich würde einfach sagen, ja, das sind schon die Dreier. Genau. Und lasst uns mal ganz kurz reinschauen, ob sich hier noch mal was getan hat, ob wir hier noch was machen können. Wir haben den Rucksack ST3. Was haben wir denn? 3, 3, Exoskelett 2. Exoskelett 2, dann haben wir Abbaugeschwindigkeit, haben wir auch schon 3. Sonst ist alles, glaube ich, schon so wie es sein soll. Beweglichkeitsstufe 2. Also hier sind wir auf dem neuesten Stand. Diesen Schrank. Ich muss mal gucken. Was haben wir hier drin? Alle möglichen Sachen. Ich würde unsere Schränke dann irgendwann mal nach rechts und nach da ausbauen wollen, damit die schön in die Breite gehen. Allerdings möchte ich da so, wenn es mal kommt, größere Gebäude basteln. Eisen, Eisen, Titan. Lasst uns da nochmal einen hinsetzen. Eisen. Titan. Noch ein Titan. Und Eisen. Dann haben wir keins mehr. Dann müssen wir draußen mal schön nach Eisen suchen. Ja, es gibt ja allerlei eine ganze viele Ecken, die wir auch noch besuchen wollen, besuchen möchten. Da können wir dann nach und nach dann auch noch mal gerade abbauen hier. Wie gesagt, das Wrack hier drüben, das müssen wir noch mal auskundschaften. Da sind noch Dinge, die uns interessieren drin, die interessant sind für uns. Ich würde jetzt hier einfach mal ganz viel Eisen und Eis mitnehmen. Ein bisschen Magie fehlt auch. Lithium kann man immer schnappen. Nochmal eins. Wir füllen jetzt einfach mal kurz unseren Bauch. Und wenn ihr euch fragt, warum farme ich mit euch zusammen, irgendwann würde ich mal ein bisschen für mich alleine auch wieder die Grundmaterialien so zusammenfarmen, damit wir die Schränke irgendwann mal voll haben werden. Jedes Material wird so ein, zwei Schränke bekommen. Je nach Menge, was wir künftig dann so farmen und brauchen. Aber anfangs nehme ich euch mit, weil sich doch immer noch sehr viel tut, gerade in der Entwicklungsstufe. Und deswegen möchte ich das euch nicht vorenthalten, wenn da was aufpoppt. Das macht ja immer Laune und Spaß, wenn dann wirklich mal was aufgeht. Heißt, das und das ist jetzt möglich zu empfangen und zu entwickeln. Ja, natürlich freue ich mich riesig, dass ihr, wie gesagt, dabei seid heute oder allgemein bei meinem ganzen Spiel hier. Ich hoffe natürlich, es gefällt euch auch, was wir hier machen. Und ja, jetzt muss ich mir überlegen, wie weit kann ich mich denn hier vergrößern? Da geht schon nicht mehr. Mir gefällt es so nicht. Wenn wir auf diese Seite die. Irgendwo müssen wir halt die Dinger hinmachen. Da ist jetzt irgendwie das im Weg hier, ne? Dieser Stein ist uns jetzt etwas im Weg.
Jetzt haben wir das schon so groß breit dahingesetzt. Wir könnten es ein bisschen weiter rechts schieben. Und dann müssten wir alles wieder abbauen, habe ich jetzt auch keine Lust zu. Auf alle Fälle möchte ich hier nochmal einen hinhaben. Dann ist es hier schon mal groß. Ich soll mal kurz ein Bild machen, dass wir hier einmal einen größeren Raum haben. Aber das hier ist auch nicht so toll. Da sind wir jetzt ja schon recht tief. Kurz ein Bild machen, wie das künftig aussehen soll, wie ich jetzt meine Schränke und so ein bisschen verteilen möchte. Ich muss noch ein bisschen Ressourcen holen. Ich weiß ja nicht, ich baue es dann auch noch mal um, wenn es uns nicht gefällt. Wir gehen auch noch ein bisschen etagentechnisch weiter nach oben. Ich hätte irgendwie hätte ich gerne meine Schränke rechts gehabt. Warum, weiß ich nicht, aber das ist so eine Art, das ist auch nicht Einstellung. Und dann wollen wir uns nach hinten ausbreiten. Und die Schränke habe ich irgendwie Lust, dass die hier sind. Eisen. Jetzt haben wir halt einen riesengroßen Raum für alles, ne? Ja, eine Herstellungsstation können wir jetzt machen. Das wird auch interessant. Aber hier können wir nichts mehr hinsetzen. Wo ist die denn? Hier. Dreimal Alu brauchen wir noch. Komm, lass uns das mal kurz hinsetzen. Ja, müsste auch der Weg so weit, ne? Das wäre doch was für hier hinten, oder? So eine Herstellungsstation. Und die hier in die Ecken packen. Grasverteiler. Ihr seht, es geht einfach Schlag auf Schlag, deswegen möchte ich euch da schon dabei haben. Weil es einfach so schnell jetzt funktioniert und geht, aber was wir brauchen, ist einfach mal Eisen. Lass uns mal hoch.
ablaufen. Haben wir Wasser dabei? Nein. Lass uns ein Schlückle Wasser mitnehmen. Und dann vielleicht nochmal oben unsere 7 Sachen voll abholen. Ich glaube, da haben wir Eisen und so Sachen drin. Jetzt hier nochmal ein bisschen Wasser machen. So, gehen wir mal geschwind los. Halt, Essen, Trinken. Wir könnten gerade noch mal jeweils eins nehmen. So. Jetzt können wir los. Holen wir den Rest voll dort hinten. Das ist jetzt bald auf 200 KTI, meine Lieben. Seht schon, das geht schon recht schnell, und wenn man jetzt dann immer dabei bleibt und das ständig erneuert, geht es ratzfatz, ne? Dass wir da die 175.000, die wir da hier erreichen müssen, da ist man schnell dabei. Nehmen es jetzt mal mit, dann ist die Kiste erst einmal durch. Hoch die anderen Kisten holen, da brauchen wir das Eisen, das möchte ich hauptsächlich mal alles mitnehmen. Wir brauchen ganz viel Eisen und das möchte ich jetzt von dort oben einfach mal mitnehmen. Ja, wir können noch nicht düsen, das kommt bald, denke ich mal. Dann macht es noch mehr Laune, weil dann ist man noch schneller unterwegs. Ist ja schon, wir sind ja schon verhältnismäßig vom Laufen her recht zügig unterwegs. Es gibt auch den ein oder anderen Sonderspot, den man abrufen kann. Diesen nehmen wir mit, der Rest lassen wir mal drin. Das holen wir andermal. Hier ist jetzt mal das Eisen, hat oberste Prio, damit wir unsere Base da ein bisschen weiter so ausbauen können, wie wir es gerne haben wollen. So, ne? Gehen wir wieder zurück. Und hier, schaut mal, da ist eine schöne. Da wollen wir irgendwann auch noch rein. Na? Ist doch cool, dass es gut geht. Zurück. Aufnehmen können wir nichts mehr. Müssen gucken, dass wir schleunigst nach Hause kommen. Also die hüpfen. Ei, der Berg runter geht schon besser zu hüpfen. Wir schaffen jetzt auch schon den Weg komplett durch. Ja, und ich muss sagen, das Spiel, das macht einfach unheimlich viel Spaß. Berühmt-berüchtigtes Suchtspiel, dass man so mal, wenn man das mal anfängt, man kann eigentlich kaum aufhören. Aber man sagt das noch und das schaffen wir noch und jetzt nochmal und jetzt suchen wir jetzt nochmal was und dann gibt es wieder neue Errungenschaften, die man sich dann wieder entwickeln kann. Oder Umbauten und so, das macht dann einfach Laune. Ja. Und das Schöne ist, dass es ein verhältnismäßig friedliches Spiel einfach ist. So. Der Gegner ist hier die natürliche Ressource, die einem hier fehlen. Und man entwickelt hier was vor sich hin. Und das ist einfach das Spannende an der ganzen Sache. Ne?
Ich wollte hier. Ich mache hier mal meine Schränke hin. Hin. Machen wir einen Kobaltschrank. So, als nächstes, wir nehmen Magnesium mit. So soll das eigentlich aussehen, dass wir immer schön die Schränke haben. Anfang machen wir mal jetzt für jeden einen. Schrank. Titanschrank. Da haben wir die Sachen noch schön auf. Kobalt. Eisen. Siliziumschrank. Die drei Eisen wieder für den nächsten Moment. Da können wir die Schränke jetzt dann auch abbauen. Einmal. Die nächsten Schränke hier erstmal hin. So. Einmal. Ein Iridiumschrank. Platz mehr. Mal gucken, was haben wir hier noch drin. Hallo, die Sondersachen. Okay, das heißt, wir brauchen was zu essen, was zu trinken und essen. Okay, raus. Wir brauchen wieder Magnesium. Eisen. Ein bisschen Eisen. Ich würde sagen, den Weg mache ich jetzt für mich alleine. Und wenn sich was tut, reiche ich euch das auf alle Fälle nach, meine Lieben. Den Weg, den kennen wir ja jetzt. Schon diese Kiste auseinandergenommen. Eine neue Mitteilung haben wir erhalten. Die gucken wir uns dann auch an. Mal gucken, wer uns da was mitteilen möchte.
unser Alu rein. Andere mal aufbauen. Das war der 3x Alu, Titan, Magnesium, Silizium. Jetzt lasse ich euch doch noch dabei, meine Lieben. Wir bauen jetzt erstmal das auf. 3x diesen Teil. Titan, Magnesium. Energie mehr da. Da gibt es irgendwann auch größere Sachen. Was brauchen wir da? Eisen, Magnesium, Silizium, 2x Kobalt. Schön. Der braucht richtig Strom, ne? Was kann man jetzt da machen? Rucksack ST4, ein Sauerstofftank ST4, die Superlegierungen, die Stäbe, ein Raketentriebwerk und den Jetpack. ST1, da brauchen wir Raketentriebwerke. Da brauchen wir Iridiumstab, Uran und Superlegierung. Das können wir noch nicht machen. Aber das ist cool, mit dem kann man dann schweben. Oder ein bisschen in der Luft. Vor sich hinfliegen. Iridiumstab meine ich, hätten wir aber erst einen. Und dann noch nicht mal hier, ne? Jetzt darf man unser Eis reinschmeißen. Alles andere schmeißen wir da mal hinten rein. Das ist dann ein Mixschrank. Draußen, wenn man den so setzen muss. Wie kommt denn das? Ich muss ein bisschen weiter vorziehen. Thank you.
Soweit mal, genau. Jetzt haben wir diese Geschichten. Die Stäbe haben wir noch gar keinen, so wie es aussieht. Uran haben wir schon einen, also das können wir alles noch nicht machen. Hier können wir wieder abernten. Sehr cool. Da haben wir eine Heizung. Ja, es wird so langsam. Haben wir denn die Schränkchen? Irgendwie gefällt mir das noch nicht, aber irgendwann gibt es so Viererteile, vielleicht können wir die dann hier hinsetzen. Das können wir dann richtig schön groß machen. Da brauchen wir viel Superlegierungen, da müssen wir bald auf die Suche gehen. So, meine Lieben, aber jetzt machen wir so, dass ich von oben die Sachen hole und ich melde mich bei euch wieder zur nächsten Folge, wenn ich die Sachen geholt habe. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ja, bis zur nächsten Folge. Euer Schwammplayer alias Cosmo. Bis dann, ciao, ciao.